Zum Klima kann man grundsätzlich sagen, das Klima hat sich in Hunderttausenden von Jahren immer mal wieder geändert. Mein Name ist Stefan Keuter und ich melde mich hier aus Dubai von der COP28, der diesjährigen Klimakonferenz. Diese ist in zwei Teile aufgeteilt, die Blue Zone und die Green Zone. In der Blue Zone sind die verschiedenen Länderdelegationen untergebracht. Plenarsitzungen finden hier statt, aber in den einzelnen Pavillons und auf den Aktionsflächen können verschiedene Staaten Veranstaltungen ausrichten, wo es letztendlich um Vorträge geht zu grünem Wasserstoff, erneuerbaren Energien, aber auch so einfache Fragen wie Bildung, Erziehung, Wasserwirtschaft etc. Das wird hier angeboten. Es finden aber auch Verhandlungen statt, wo man, wenn man jetzt die Nachrichten einschaltet, immer davon hört. Letztendlich geht es hier um Geld, um viel Geld. Und zwar einmal von Gebernstaaten, die glauben, das Klima negativ zu beeinflussen und einen Ablasshandel betreiben, Geld in Fonds einzahlen, um sich von dieser Verantwortung freizukaufen. Und auf der anderen Seite Staaten, die das als Geschäftsmodell entdeckt haben, die sagen, ja, wir sind vom Klimawandel betroffen. Wir möchten das gerne kompensiert haben und hätten gerne Geld. Das ist ein Ringen zwischen Gebern und Nehmern. Das findet in der Blue Zone statt. In der Green Zone geht es knallhart um wirtschaftliche Interessen. Hier sind Unternehmensverbände präsent, aber auch Beratungsgesellschaften, Unternehmen der erneuerbaren Energien. Es geht um Geld, um sehr viel Geld. Und hier wollen viele Wirtschaftsunternehmen nicht fehlen, an diesem Aufschwung partizipieren. Ja, das findet hier auf der COP statt. Zum Klima kann man grundsätzlich sagen, das Klima hat sich in Hunderttausenden von Jahren immer mal wieder geändert. Es wurde mal wärmer, es wurde mal kälter. Wenn man sich Bilder flämischer Maler anguckt, sieht man, dass viele Winterlandschaften mit zugefrorenen Flüssen gezeigt werden. Das liegt einfach daran, weil wir vor einigen hundert Jahren eine kleine Eiszeit in Europa hatten. Es ist gerade mal wieder ein bisschen wärmer. Und der Mensch, der Homo sapiens sapiens, ist so intelligent, dass er sich eigentlich immer an Veränderungen hat anpassen können. Wieso sollte er das nicht jetzt auch schaffen? Zumal die NASA, die amerikanische Raumfahrtbehörde, bereits jetzt für 2050 die nächste kleine Eiszeit hervorsagt. Ja, im Moment ist es ein bisschen wärmer. Die Frage ist nur, inwieweit ist dieser Klimawandel menschengemacht? Und auf dieser Messe herrscht die Meinung vor, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und auch in Deutschland hört man immer Schreckensmitteilungen. Das 1,5-Grad-Ziel wird gerissen und Europa ist seit der Industrialisierung immer heißer geworden. Das wage ich zu bestreiten. Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn man sich einmal die deutschen Wetterdaten anguckt, sieht man, dass es tatsächlich laut diesen Aufzeichnungen wärmer geworden ist. Und zwar etwa seit den 80er Jahren. Ja, es wurde uns ja immer Angst verbreitet. Die Pole schmilzen ab. Der Meeresspiegel steigt, die Eisbären sterben aus, als wir noch eine Population von 5000 Eisbären hatten. Inzwischen sind die Eisbären bei über 20.000, die Pole sind nicht geschmolzen und ja, das Klima verändert sich nicht so dramatisch, wie vor einigen Jahren noch einige sogenannte Wissenschaftler hervorgesagt haben. Ja, das Klima verändert sich, es wird schon mal wärmer, aber das liegt in erster Linie daran, dass die Messstationen sich verändert haben. Man hat Messstationen von höheren, kälteren Lagen in tiefere Lagen verlagert. Messstationen, die früher außerhalb der Stadt lagen, sind durch Urbanisierung oder durch gezielte Verlegungen in Ballungszentren so verändert worden, dass gerade um diese Messstationen herum das Wetter, die Temperatur höher ist. Und so beeinflusst man, mit welcher Intention auch immer, die Wetteraufzeichnungen und die damit einhergehende Durchschnittstemperatur. Ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle hier aus Dubai, werde mir noch einige Veranstaltungen angucken und darüber schmunzeln und denke mal, dass ich diesem Klimawahn anschließend nicht verfallen sein werde.